Hallo Leute, willkommen im Coating Guide. Diese Felge hatte Kontakt mit einem Randstein. Die ist zwar nun jetzt kaputt, aber auf der anderen Seite kann ich das nutzen, um euch zu zeigen, welche Schritte notwendig sind, um diese Felgen wieder aufzubereiten. Bei diesem größeren Schaden werde ich schweißen. Beim kleinen Schaden zeige ich euch, wie man Epo Strong Kit verwendet. Außerdem werde ich noch entlacken, sandstrahlen und natürlich Pulver beschichten. Aber zuallererst muss der Reifen ab. Gummi ist ab, jetzt werden noch die Ventile und die Wuchtgewichte entfernt und dann geht's ab ans Entlacken. Manche Felgen haben Zentrierringe, die ihr auch entfernen müsst. Wenn ich mir sicher bin, dass der Untergrund hält und für eine Pulverbeschichtung geeignet ist, kann ich ganz normal drüber pulvern. Meistens ist das aber nicht der Fall. Deswegen ist es immer am besten, den alten Lack zu entfernen und neu zu beschichten. Nach der chemischen Behandlung wird die Felge gewaschen und bei Bedarf Sand gestrahlt. Solche Verschmutzungen und die Oxidation bekommt ihr eigentlich nur mit dem Sandstrahlgerät ordentlich entfernt. Macht bitte keine Experimente mit der Flex oder einem Schraubenzieher. Das bringt euch nicht weiter. Die Felge ist jetzt sandgestrahlt und frei von Oxidation. Und jetzt geht's weiter mit dem Ausbessern. Hier seht ihr einen Randsteinschaden. Diese grobe Beschädigung müssen wir schweißen. Diese etwas kleinere Beschädigung hier werden wir mit Epo Strong Kit ausbessern. Um Aluminium schweißen zu können, braucht ihr ein spezielles Schweißgerät. Außerdem entstehen dabei giftige Gase, also braucht ihr eine gute Absaugung und natürlich eine entsprechende Schutzausrüstung. Für das Spachteln der Felge verwenden wir diesen Epo Strong Kit. Das ist eine zweikomponentige Spachtelmasse, die extra für das Pulverbeschichten gemacht worden ist, da sie hitzebeständig und leitfähig ist. Die beiden Komponenten des Epo Strong Kits werden im Gewichtsanteil 2:1 miteinander vermengt. Bei Raumtemperatur braucht der Kit mehrere Tage zum Trocknen. Im Ofen kann man diese Zeit aber stark verkürzen. Bei diesem Felgensatz wurde der Lack unterwandert und das Material bereits angegriffen. Für diese Anwendung verwende ich einen ausgasungsoptimierten Primer, um sicherzustellen, dass bei der Beschichtung keine Probleme auftreten. Zum Thema Primer gibt es ein anderes Video, wo ich tiefer in die Materie eintauche. Die Auflagefläche der Felge muss blank bleiben. Deswegen kann man diese absaugen oder abkleben. Achtet bitte darauf, dass ihr ein hitzebeständiges Klebeband verwendet. Den ausgehärteten Epo-Kit habe ich etwas verschliffen. Und jetzt kommt der schönste Teil. Die Felgen bekommen Farbe. In diesem Fall wird es silberbrillant. Achtet immer darauf, dass das Pulver auch gut verschlossen, trocken und kühl gelagert ist. Ansonsten kann es passieren, dass es verklumpt. Beim Pulvern von Felgen fange ich am liebsten auf der Innenseite an und mache die Sichtseite als letztes. So habe ich die Auswirkungen vom Umgriff auf der nicht sichtbaren Seite. Ein Kontrollblick mit der Taschenlampe zeigt euch, ob die Schichtstärke auch überall ausreichend ist. Sowohl Primer als auch Basecoat werden entsprechend dem Datenblatt angeliert oder eingebrannt. Der Primer ist angeliert und alle Poren sind verschlossen. Im nächsten Schritt kann ich die Farbe auftragen, in diesem Fall Achatgrau. Seht ihr, dass die Pulverwolke nicht optimal ist, könnt ihr Stromstärke, Spannung, Luftmenge oder Pulvermenge nachjustieren. Bei dieser Felge seht ihr ganz gut, warum ich gerne helle Primer für dunkle Farben verwende.
Man sieht eindeutig, wo noch Farbe fehlt und wo nachgebessert werden muss. Auch die Auflagefläche für die Radschrauben bzw. die Radmuttern muss blank bleiben. In der Zwischenzeit sind auch die Felgen in Silberbrillant wieder abgekühlt. Das Silberbrillant an sich ist ja schon sehr schön. Um die Metallic-Pigmente zu schützen und noch mehr Glanz zu bekommen, geben wir jetzt aber noch eine Schicht Klarlack drauf. Der Topcoat ist beim Pulvern milchig weiß. Das kann bei erster Anwendung etwas verwirrend sein. Aber schon nach kurzer Zeit im Ofen sieht man, dass das Pulver durchsichtig wird, so wie bei der Felge auf der rechten Seite. Hier noch ein tolles Beispiel, warum ihr beim Pulverbeschichten immer Handschuhe tragen solltet. Auf der rechten Seite seht ihr Fingerabdrücke, wo das Pulver leider nicht gleichmäßig hält. Das ist aber beim Pulverbeschichten kein großes Problem, denn hier zeigt sich ein großer Vorteil gegenüber Nasslackierungen. Man kann das Pulver einfach wieder abblasen, das Bauteil neu reinigen und wieder neu beschichten. Die Felgen sind nun fertig, glänzend sowie matt. Jetzt kommt noch der Gummi drauf. Ich habe nun gesehen, wie viel Aufwand es ist, so einen Felgensatz aufzubereiten. Aber mir macht es Spaß.